Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Steht VWs E-Auto-Offensive wegen dieser einen Entscheidung auf der Kippe? Was sagen die Tester zum neuen Tesla-Fahrwerk? Diese und vier weitere Themen heute in den E-Auto-News. Als Start eine kurze Info für euch. Ich habe die Anregung eines Zuschauers aufgenommen und werde die E-Auto-News weiter straffen, weiter konzentrieren. Ich werde jeden Tag immer die drei wichtigsten Themen nach meiner Meinung aus dem Thema Elektromobilität zusammentragen und dann hier in die News mitbringen, addiert, wenn es sich ergibt, mit einem entsprechenden Brennpunktthema. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Dienstag für Montag und Dienstag die News mache, dann werden maximal 6 Themen in den News sein, zuzüglich ein Brennpunktthema. Ich denke, so haben wir das ganze Thema auf das Wesentliche reduziert und ich kann die Zeit, die ihr an Aufmerksamkeit in dieses Video investieren muss, noch ein bisschen straffen und versuche natürlich auch immer schnell auf den Punkt zu kommen. Also, auf geht's. Tesla verkündet in China eine Überraschung. Jetzt wird natürlich gerätselt, was das sein kann. Diese Woche soll sie wohl veröffentlicht werden. Die Spekulationen gehen in die Richtung, dass es sich wohl um eine drastische Preissenkung beim Model 3 handelt. Denn aktuell ist es so, dass das Model 3 in China relativ teuer ist aufgrund der Zölle, die fällig wären. In Zukunft wird aber das Model 3 in China selber produziert und somit deutlich günstiger. Die Bauarbeiten von der Gigafactory in China gehen wohl sehr stark voran. Das ist die Gigafactory 3. Insofern sollen wohl schon Ende Dezember dieses Jahr dann 1000 Autos pro Woche dort produziert werden. Bleiben wir bei der Model 3-Thematik. Es ist so, dass jetzt die erste Basisvariante des Model 3 in Amerika ausgeliefert worden ist, die wirklich Basis ist. Denn bisher war es so, diejenigen, die ein Basis Model 3 sozusagen zu diesen $35.000 gekauft haben, zuzüglich Steuern, die haben ein Model 3 Standard Plus bekommen. Das heißt also mehr, als sie eigentlich bestellt haben. Denn das Basismodell ist nur eine softwarelimitierte Variante des Standard-Reichweitenmodells und dementsprechend haben die sich natürlich bisher gefreut. Jetzt ist es so, dass wohl die ersten Model 3 mit den genannten Software-Einschränkungen ausgeliefert werden. Was sind das? Das ist zum Beispiel, dass die Sitzheizung nur auf den Vordersitzen funktioniert, obwohl auf der Rückbank Sitzheizdrähte verbaut worden sind. Dann gibt es keine Navigationsdaten mit Live-Verkehrsdaten. Der Autopilot ist deaktiviert und die Nebellichter funktionieren nicht. Wer diese paar Punkte nicht braucht, der ist hier natürlich mit dem Basismodell gut eingerichtet. Die Frage ist, die sich mir natürlich stellt, wie sieht es aus mit der Reichweite? Das müsste eigentlich auch softwarelimitiert sein, nach meinen bisherigen Informationen. Das ist hier leider jetzt nicht näher beleuchtet worden. Dann gab es ein Thema, was wir auch im Tesla-Chat bei Telegram und auch in meinem Chat ausgiebig diskutiert haben. Also wenn dich die Themen brandneu interessieren, lade ich dich ein. Hier unter dem Video findest du den Link zu unserer Telegram-Gruppe. Dort diskutieren wir täglich untereinander, was es Neues gibt und beleuchten die Themen der Elektromobilität. Also komm einfach vorbei, ist kostenlos und du kriegst die Infos noch früher als hier über YouTube. Ja, das Thema haben wir leidenschaftlich diskutiert, auch eine Umfrage gemacht. Und zwar geht es um Folgendes, dass Tesla bei sehr stark frequentierten Superchargern nur noch 80% Ladung zulässt. Und zwar egal, wie viel man eingestellt hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf 90% laden möchtest, dann kannst du dort nur noch bis 80% laden. Und wenn du das Auto dann nicht entfernst, wird es entsprechend Restriktionen geben, also sozusagen die Parkgebühren. Was ist der Hintergrund? Es gibt in Amerika einige Supercharger, wo du teilweise 6, 8 Autos vor dir hast und teilweise Stunden warten musst, bis du laden kannst. Das lag unter anderem auch daran, dass einige mit kaltem Akku dahin gefahren sind. Deswegen macht das Tesla ja so, wenn man jetzt zum Supercharger fährt, dass der Akku vorgeheizt wird, damit man schnell lädt. Aber viele stellen ihr Auto auch da einfach ab und laden es dann bis 100%, während der
informierte E-Autofahrer weiß, dass die Zeitspanne oder die Kapazitätsspanne von 80 auf 100% deutlich länger braucht als von 0 auf 80. Und dementsprechend ist das verschwendete Zeit, wenn man bis 100% lädt. Jetzt gibt es einige Supercharger, dass das ständig so, dass immer halt auf 80% Ladeleistung limitiert wird. Andere Supercharger, dort wird das dann nur gemacht, wenn wirklich viel los ist. Was ich zum Glück gut finde, denn das war meine große Sorge, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Dachzelt auf meinem Model S unterwegs bin und von, was ich was, Kiel nach Spanien oder sowas fahre, dann ist das durchaus erforderlich bei einigen Stationen, dass ich auf 90% lade, um überhaupt zum nächsten Supercharger zu kommen, weil ich A durch das Dachzelt mehr verbrauche und B eben auch längere Strecken dazwischen sind. Gerade zum Beispiel in Nordspanien gibt es Strecken, das sind fast 200 Kilometer und da muss ich eben halt entsprechend viel laden. Aber das wird mit berücksichtigt. Das heißt, wenn man ja zum Beispiel das Ziel Südspanien eingibt, dann sieht der Tripplaner, ah, okay, das Ziel ist nicht der nächste Supercharger, sondern viel weiter und sieht dann, wie viel Kapazität ich zum nächsten Supercharger braucht. Was natürlich noch unklar ist, weiß er dann, dass ich mehr verbraucht habe oder verbrauche durch das Dachzelt oder nicht oder im Anhängerbetrieb oder wenn du Fahrräder drauf hast oder was auch immer. Das werden wir in der Praxis sehen. Auf jeden Fall ist das eine Maßnahme, um mehr Autos durchzuschleusen. Ich vergleiche das immer so mit der Gastronomie. Da ist es ja auch so, dass man möglichst den Gast schnell wieder raushaben will. Und dementsprechend sind ja auch die Schnellimbiss und Restaurants geschaffen worden, wo man dann zum Beispiel nur steht oder sitzen kann und das Essen möglichst unbequem gemacht wird über die Zeit. Und so ist das halt hier auch. Mehr Autos durchschleusen durch Software, Hardware und Restriktionen. Kommen wir zum neuen Fahrwerk. Das ist für mich eigentlich mit einer der entscheidendsten Punkte für ein Update beim Model S, ein Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern zu bekommen und natürlich die Reichweite, die neuere Technik. Jetzt ist es so, dass in Amerika die ersten Model S mit dem neuen Fahrwerk ausgeliefert worden sind. Und da Erik, ist auch ein YouTuber, hat das getestet. Ich empfehle euch, das Video mal anzuschauen. Sie haben das wirklich sehr sorgfältig gemacht, unter anderem die Eintauchtiefen der verschiedenen Fahrwerke gefilmt, einen Vibrationstest, um zu sehen, wie unterschiedlich die Vibrationen sind bei dem Fahrwerk und auch die Einstellungsmöglichkeiten sich angeschaut. Denn es gibt jetzt Standard und Sport. Selbst Sport soll, obwohl es deutlich straffer auf der Fahrbahn liegt, komfortabler abrollen als das bisherige. Das zeigen auch die Vibrationstestdaten und das Standard. Also die Standardeinstellung führt dazu, dass das wohl noch deutlich komfortabler als bisher ist, aber auch nicht zu weich. Also scheint ein sehr gut gelungenes Fahrwerk zu sein. Jetzt ist natürlich dann noch die neue Motorkombination interessant, die mehr Reichweite bringen soll und ich denke mal das ein oder andere versteckte Feature, denn offensichtlich ist das Model S wohl auch besser gedämmt, die Reifen sind anders, andere Geräusche entwickeln und so weiter. Also ganz interessant. Wie immer findest du unter dem Video in der Beschreibungsbox den Link zu dem Artikel, sodass du dir die Details anschauen kannst. Elektrif.net hat hier ein ganz interessantes Interview geführt mit dem Byton-CEO Kirchert. Byton ist ja ein Startup aus China, was am Anfang sehr viele ehemalige Mitarbeiter von BMW hatte, die dort nicht ihre Möglichkeiten ausleben konnten, weitere Elektroautos zu entwickeln und dann unter anderem nach Byton oder zu Byton gegangen sind. Das Interview ist sehr interessant, was so die Entwicklung der Firma angeht, denn im Moment hat sie zum Beispiel auch gerade den Weggang von einigen ehemals Führungskräften von Byton zu verkraften. Nichtsdestotrotz sieht sich die Firma auf dem richtigen Weg und ist davon überzeugt, dass sie zu den wenigen E-Auto-Startups aus China gehören, die in diesem ja sehr boomenden, sehr chaotischen Markt überleben werden. Unter anderem, weil sie zum einen natürlich global aufgestellt sind und zum anderen sich auch eher so als Mobilitätsanbieter mit einer digitalen Strategie verstehen. Das heißt, wenn man von der Designsprache sich das Auto anschaut, dieser Byton
Das aktuelle Modell hat ja das größte Display auf dem Markt. Dann sieht man schon sehr, in welche Richtung das geht. Und ich bin gespannt, auf der IAA 2019 im September in Frankfurt kann man dann den M-Byte probesitzen. Ich werde das natürlich machen und dann berichten. Ja, kommen wir zum Brennpunktthema. Und zwar kommt es oder ist es leider so gekommen, wie einige Schwarzseher unter euch auch schon vermutet haben. Es sieht so aus, als ob VW ein wirklich großes Problem bekommt, nämlich, dass sie nicht die erforderliche Menge an Batteriezellen bekommen, um ihre E-Auto-Strategie umzusetzen. Was ist der Hintergrund? Ganz einfach. VW braucht, um die Elektroautos ausliefern zu können, die sie in den nächsten Jahren geplant haben, 150 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr. Das ist, muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, ungefähr das Vierfache dessen, was eine Gigafactory, die ja mittlerweile als, ich sag mal, Branchenmaßstab gilt, produziert. Also das heißt, VW bräuchte im Prinzip 4 Gigafactories, die perfekt laufen, um diese 150 Gigawattstunden pro Jahr dann liefern zu können. Was hat VW gemacht, um ohne diese Fabriken bauen zu müssen, dieses Ziel zu erreichen? Sie haben mehrere strategische Batteriezelllieferanten akquiriert und mit denen Verträge geschlossen. Unter anderem auch mit Samsung. Jetzt gibt es wohl nach Insider-Informationen, die an Bloomberg herangetreten worden sind, Schwierigkeiten und Hinweise, dass der Liefervertrag mit Samsung SDI platzen könnte. Denn ursprünglich hatten die Koreaner erklärt, dass sie 20 Gigawattstunden pro Jahr liefern können. Jetzt ist wohl, nachdem der Vertrag weiter verhandelt worden sind, dieses Ziel auf weniger als 5 Gigawattstunden pro Jahr gesunken. Das heißt, hier fehlen alleine schon 15 Gigawattstunden. Und auch LG Chem hat Schwierigkeiten gemacht, darüber habe ich ja schon berichtet, nachdem VW gesagt hat, okay, vielleicht ist es doch besser, wenn wir uns jetzt um eine eigene Batteriezellproduktion kümmern und wollten das dann mit SK Innovation machen. Daraufhin hat LG Chem gesagt, nee, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr von uns die Batteriezellen nicht. Jetzt hat VW ja mit Northvolt die Batteriezellproduktion gestartet, unter anderem auch, oder will sie starten, in Deutschland. Also ihr merkt, hier ist richtig Chaos und ich vermute mal, dass den entscheidenden Personen bei VW der Arsch auf Grundeis, wie man so schön sagt, geht. Denn die besten Autos bringen nichts, wenn die Batteriezellproduktion nicht ausreicht, um sie zum Fahren zu bewegen. Und ich hoffe, dass VW hier eine gute Lösung findet. Also falls jemand von VW zuschaut, sprecht mich an. Ich denke, ich habe eine gute Lösung da für euch, wie ihr das hinbekommt, dass ihr trotz weniger Batteriezellproduktionskapazitäten die entsprechende Anzahl an Elektroautos auf den Markt bringt. Aber vielleicht kommt ihr auch selber drauf. Nichtsdestotrotz ist es so, hier ist ein echtes Problem aufgetaucht und hier rächt sich die Strategie der deutschen Automobilhersteller, die im, ich sag mal, Zuliefererdenken hier verhaftet waren, die ihre Marktmacht unterschätzt oder überschätzt haben, weil sie gedacht haben, sie können hier ganz einfach die wesentlichen Teile auch vom Elektroauto einkaufen und jetzt sind sie im Prinzip derart abhängig von den Batteriezellherstellern, dass es wirklich kritisch werden kann, wenn sie die Batteriezellen nicht bekommen. Ich würde mich freuen, wenn du unter dem Video in deinen Kommentaren deine Einschätzung dazu sagst. Versuch möglichst objektiv zu antworten, nicht immer nur so negativ. Vielleicht gibt es ja auch noch Lösungen, die du hast, was man machen kann. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was man machen kann, um VW und den anderen zu helfen, damit sie möglichst viele Elektroautos auf den Markt bringen können. Wenn ihr die nicht öffentlich äußern wollt, könnt ihr sie mir gerne auch per E-Mail schicken. Ich habe da wirklich ein paar interessante Ideen, die man umsetzen könnte, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Aber die möchte ich hier natürlich nicht in aller Öffentlichkeit sagen. Also ich freue mich auf eure Kommentare. Was haltet ihr zu der Lage von VW? Was seht ihr für Möglichkeiten, die VW hat, um hier aus der Problemzone zu kommen? Und ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Auch das neue Format mit den drei
Top-Nachrichten pro Tag, also maximal 6 plus dem Brennpunktthema. Ich denke, so wird das Ganze straffer und ich bleibe deutlich unter den 20 Minuten, die ich bisher hatte. Wenn du den Kanal unterstützen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich, wenn du einen Tesla kaufen willst, das über meinen Empfehlungslink machen. Den findest du auch unter dem Video in der Beschreibungsbox. Dann kriegst du, aktuell sind es glaube ich 1500 Kilometer pro Tag kostenloses Superchargen. Ich kriege das Gleiche. Oder, was mich natürlich auch sehr freut, wenn du den Kanal abonnierst, das geht ganz einfach, hier über das E-Auto im Point of Interest. Wichtig ist noch, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video von mir online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.